Ja, ich habe eine Dreiteilung meines Vortrags vorgenommen. Und zwar möchte ich gern einsteigen mit biografischen Aspekten und werde dann im zweiten Teil auf markante Positionierungen William Sterns zur hochbegabten Forschung und Förderung eingehen. Und schließlich werde ich in dem dritten Teil die philosophischen Grundlagen seines Begabungskonzepts darlegen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Frau Heinemann, dass Sie heute da sind. Ich glaube, wenn es in Deutschland einen Menschen gibt, der wirklich richtig, richtig Ahnung hat von William Stern, dann sind Sie das. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind und das Wissen mit uns teilen werden. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Frau Heinemann, Sie haben ja einen unglaublichen Lebenslauf, also beginnend mit dem Studium der Geschichte an der LMU in München, dann 4 Jahre später nach dem Abschluss schon die Promotion und das Thema, diese Epoche, in der William Stern ja auch lebte und wirkte, das hat Sie ja auch irgendwie nicht losgelassen. Also eine ganz, ganz beeindruckende Vita, die ich da sehe, also auch mit Stipendien so zu allen Phasen der akademischen Laufbahn, also Promotionsstipendium von der Gerda-Henkel-Stiftung, dann Postdoc-Stipendien und für die Habilitation dann auch. Also ganz spannende Forschungsgebiete, die Sie da auch beackert haben. Also die Promotion schon um katholische und sozialdemokratische Familienkonzeptionen in der Weimarer Republik. Und so diese Konzeptionen und Auffassungen von Menschen, das hat sie ja auch irgendwie dann weiterverfolgt. Also hier habe ich auch mal die Habilitationsschrift dann mitgebracht. Das Kind als Person, das ist dann sozusagen die Konzeption vom Kinde bei William Stern. Sehr umfangreich und sehr, sehr toll zu lesen. Also das ist ein ganz wunderbares Buch. Also falls da jemand noch Lesestoff braucht, was ja gerade bei den Mensanern häufiger der Fall sein soll. Also ein Fokus auf die Geschichte, Pädagogik und der Psychologie und die Erziehungs- und Bildungsgeschichte, insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert. Und jüdische Bildungsgeschichte, das ist auch so einer ihrer Forschungsschwerpunkte, womit wir dann wieder bei William Stern wären, der ja auch als Jude dann Deutschland verlassen musste. Das ist übrigens, wie Sie an den Daten sehen, ja heute unser Geburtstagskind. Also er feiert dieses Jahr seinen 150. Geburtstag. Den Mensanerinnen und Mensaner ist er wahrscheinlich am bekanntesten als der Erfinder des IQ, aber das ist, er hat natürlich viel, viel mehr auch gemacht, hat die differenzielle Psychologie etabliert als Disziplin, die Schulpsychologie und ganz vieles, worauf ich mich jetzt dann freue, das von Ihnen zu hören, Frau Heinemann. Schön, dass Sie bei uns sind. Schön auch, dass ihr und Sie alle da seid. Und dann wünsche ich uns allen jetzt einen schönen und spannenden Vortrag. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einleitung, Tanja Gabriele Bautzen. Ich möchte gleich in die Thematik dann einsteigen. Der Erforschung von Hochbegabungen ist zweifellos in den kommenden Jahrzehnten eine bedeutende Rolle zu spielen berufen. Diesen Satz formulierte William Stern im Jahr 1910. William Stern hat ein umfangreiches und außerordentlich vielseitiges Werk hinterlassen, das von hoher Innovationskraft und von einem guten Gespür für neue wissenschaftliche Fragestellungen zeugt. Und ein wichtiges Thema war die neue Begabungsforschung, die sich in Deutschland nach 1900 als neuer Wissenszweig entfaltete. Und die Begabungsforschung wurde von den Anfängen bis 1933 maßgeblich von William Stern geprägt. Dabei wollte er wichtige gesellschaftliche Reformziele mit erreichen. Sein emanzipatorischer Leitgedanke war, durch psychologische Forschung die Grundlagen für eine systematische Hochbegabtenförderung zu legen. Stern unterbreitete Reformvorschläge für eine, modern gesprochen, begabungsgerechte Schule und eine neue Organisation der Lehrerbildung. Beide Bereiche mussten die besonderen Bedürfnisse hochbegabter Schüler beachten und spezifische pädagogische und psychologische Kenntnisse vermitteln. Die entstehende Disziplin Psychologie sollte dabei eine wichtige aufklärerische Funktion wahrnehmen. Sie sollte dabei auch gesellschaftlichen Vorurteilen, über hochbegabte Menschen entgegenwirken. Viele von Stern formulierte Gedanken sind auch heute noch hochaktuell und dabei lohnt es sich sehr, sich mit seinem Begabungskonzept zu befassen.
drei Dimensionen des Begabungskonzepts werde ich Ihnen heute vorstellen. Stern bearbeitet das Phänomen Begabung interdisziplinär. Zum einen empirisch-psychologisch, dann hat er sich aber auch ungewöhnlich intensiv mit pädagogischen Fragestellungen befasst und sich mit Vorschlägen zur Begabtenförderung intensiv befasst. Ein Alleinstellungsmerkmal seines Werks ist die philosophische Grundlegung des Begabungskonzepts. Und mit der konsequenten Verbindung empirischer und philosophischer Fragestellungen beschritt er wissenschaftlich für die damalige Zeit und ich darf hinzufügen, auch für die heutige Zeit einen durch und durch eigenen Weg. Sterns personalistische Philosophie begründete eine humanistische Perspektive und betonte die Würde eines jeden Menschen. Individualität ist dabei ein Schlüsselbegriff des Begabungskonzepts William Sterns. Im Zentrum steht dabei die Fragestellung, was macht die Individualität eines Menschen aus und auch welche Begabungen begründen diese Individualität. Philosophisch legte Stern das Fundament für eine Begabungsethik, welche die Freiheit und die personalen Rechte des begabten Individuums unterstrich und diese mit der Forderung nach individueller Begabungsverpflichtung verband. Die Komplexität dieses Begabungskonzepts ist allerdings bis heute in der Forschung nicht annähernd hinreichend beschrieben worden. Da stellt sich natürlich für uns die Frage nach den Ursachen. Hier ist zum einen die insgesamt späte Wiederentdeckung des Gesamtwerks William Sterns zu nennen, die er erst in den 1980er Jahren erfolgte. In den Blick zu nehmen sind allerdings auch die Krisen, die die Begabtenförderung in Deutschland im 20. Jahrhundert erlebte. Das Jahr 1933 brachte das jähe Ende der wissenschaftlichen Karriere William Sterns, der jüdischer Herkunft war und aufgrund der antisemitischen Gesetzgebung des NS-Regimes aus dem Hochschuldienst entlassen wurde. Er emigrierte mit seiner Frau in die USA, wo er bis zu seinem unerwarteten Tod im Jahr 1938 lehrte. Hinzu kommt die Zäsur, die die Begabungsforschung, die wie gesagt von Stern wesentlich mitgestaltet wurde im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Auch diese erlebte eine einschneidende Zäsur durch den Beginn des NS-Regimes. Die in der Weimarer Republik erfolgte Blütezeit der Begabungsforschung kam zum Stillstand. Und auch das gesellschaftliche Interesse, das gerade in der Weimarer Republik besonders ausgeprägt war an den Phänomenen von Hochbegabungen, das kam auch zum Erliegen. Kein Interesse bestand mehr an individualpsychologischen Ansätzen, wie sie William Stern vertreten hat. Fortan standen in der NS-Zeit nicht mehr individuelle Begabungen im Vordergrund, sondern kollektivistische Ordnungsvorstellungen. Und im Zentrum stand die funktionale Auslese im Dienste des NS-Regimes. Und dabei kam hohen kognitiven Begabungen etwa nur ein ganz stark nachgeordneter Rang zu. Auch nach 1945 wurde an die Begabungsforschung der Weimarer Republik nicht angeschlossen. Und die NS-Zeit führte nun auch dazu, dass der Begabungsbegriff allgemein außerordentlich negativ besetzt war und mit fragwürdiger Eliteförderung assoziiert wurde. Dass William Stern in den 1980er Jahren auch in der Begabtenförderung eine Renaissance erlebte, ist kein Zufall, sondern stand im Zusammenhang mit der neuen gesellschaftlichen Aufmerksamkeit, die der Begabtenförderung in den 1980er Jahren entgegengebracht wurde. Der Bedeutung Sterns für die Begabungsforschung wurde dies dennoch nicht vollends gerecht. Manchmal erhält man den Eindruck, dass die Beschäftigung mit William Stern nach wie vor eine Angelegenheit einiger weniger Liebhaber geblieben ist und einiger weniger Interessierter. Ich komme jetzt zu meinem ersten Punkt, zu den biografischen Zugängen zum Werk William Sterns. Darauf folgt, wie ich es schon vorhin auch
angekündigt hat, folgen die Positionen William Stern zur hochbegabten Forschung und Förderung und dann schließlich die personalistische Begabungsethik. Zunächst möchte ich einiges zum biografischen Werdegang William Sterns Ihnen darlegen. Louis William Stern wurde am 29. April 1871 in Berlin als einziges Kind von Rosa und Sigismund Stern geboren. Er wuchs in einem bildungsbürgerlichen Umfeld in der Hauptstadt des neu gegründeten Deutschen Reichs auf. Sein Vater, hier links im Bild, war Inhaber eines Zeichenateliers. Das Bild zeigt die Eltern und William Stern anlässlich der Bar Mitzwa von William Stern im Jahr 1886. Williams eigene Begabungen und Interessen galten in der Jugendzeit der Philosophie und Religion. Besonders begeisterte er sich aber für Musik und im Klavierspielen wurde er insbesondere von seiner Mutter intensiv unterstützt. Zeitweise überlegten die Sterns, ob William Stern auch eine Pianistenkarriere einschlagen sollte. Über die mütterliche Verbindung bestand das Interesse für William Sterns für Pädagogik. Denn sein Großvater, der eine sehr wichtige Idealbildfunktion in seinem Leben einnahm, war ein bedeutender Pädagoge und Historiker. Ansonsten war er auch philosophisch unwahrscheinlich gebildet und übernahm als Direktor die Leitung einer bekannten jüdischen Reformschule in Frankfurt. Das war das Philanthropien. Und diese Schule hat er maßgeblich bis zu seinem frühen Tod geprägt. Tatsächlich verspürte William Stern sehr stark zunächst den Wunsch, auch den Lehrerberuf wahrzunehmen und er begann ein Philologiestudium in Berlin. Allerdings vermochte er sich nicht so ganz mit der Kleinteiligkeit dieses Studiums zu begeistern und er nahm dann das Studium der Philosophie mit Schwerpunkt Psychologie auf. Nach der Promotion wurde William Stern maßgeblich von dem experimentellen Psychologen Hermann Ebbinghaus geprägt. Hermann Ebbinghaus war besonders durch seine Gedächtnisforschungen hervorgetreten und er hatte auch einen ersten Intelligenztest entworfen im Auftrag der Stadt Breslau. Dort hatte er eine Professur für Philosophie inne und Hermann Ebbinghaus war ein wichtiger Förderer William Sterns und hat ihn ermutigt zur Habilitation. Und William Stern wird Hermann Ebbinghaus dann auch nach Breslau folgen. Und er wird dort auch seine Habilitation abschließen und bis 1907 an der Universität Breslau als Privatdozent und dann als Extraordinarius lehren. In diese Zeit fällt auch die Familiengründung William Sterns, die ganz erhebliche Folgen auch für das wissenschaftliche Werk haben wird und auch einen wichtigen Perspektivenwechsel in diesem Werk auch zeigen wird. Denn der laborerfahrene, vormals experimentell arbeitende Psychologe William Stern wird einer der Begründer der Kinderpsychologie in Deutschland, die sich auch nach 1900 als neues Wissensgebiet in der Psychologie etabliert. Und wichtige Impulse für die Kinderpsychologie erhielt William Stern durch die langjährigen Kinderbeobachtungen, die er gemeinsam mit seiner Frau Clara hier links im Bild durchführte. Objekte kinderpsychologischer Studien waren die Kinder Hilde, Günther und Eva. Zugleich waren die Kinderstudien eine wichtige Inspirationsquelle für die Begabungsforschung William Sterns und auch eine Grundlage für sein Menschenbild und seine Philosophie. Vor allen Dingen das Spielen und Gestalten von Kindern öffnete William Stern einen wichtigen Zugang zum Phänomen menschlicher Begabung. In dem Zusammenhang ist auch sehr wichtig, dass das Ehepaar Stern zeitgenössische reformpädagogische Ideen in der Kindererziehung vertreten haben. Leitgedanken waren zum Beispiel die Achtung der kindlichen Persönlichkeit,
aber auch die Beachtung der je unterschiedlichen individuellen Begabungen der Kinder, die, so die Auffassung des Sterns, die Richtschnur für pädagogisches Handeln sein sollten. 1916 ist eine wichtige Zäsur im wissenschaftlichen Werdegang William Sterns. 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, erhielt er einen Ruf nach Hamburg. Am damaligen allgemeinen Vorlesungswesen war 1911 eine Professur mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie eingerichtet worden und mit dem experimentellen Pädagogen Moimann besetzt worden. Ernst Moimann, der sich mit wissenschaftlicher Begabungsforschung befasst hatte, war 1915 überraschend gestorben. Die Familie Stern zog also mitten im Krieg aus der schlesischen Provinz in die pulsierende Metropole Hamburg. Die wissenschaftliche Tätigkeit stand sehr stark unter den Eindrücken des Ersten Weltkriegs. Stern rückte auch bei Amtsantritt zugleich die Begabtenförderung ins Zentrum, mit der er ja bereits in der Vorkriegszeit intensiv befasst war. Unter dem Eindruck der hohen Verluste an Menschenleben infolge des Krieges hatte die Begabtenfrage eine neue, sehr starke öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Und zentrale Fragestellungen waren nun, wie sollte die Nachkriegsordnung gestaltet werden und welche Maßnahmen konnten politisch auch ergriffen werden, um die hohen Verluste auszugleichen. William Stern war mit der Fragestellung ganz intensiv befasst und er ist auch beauftragt worden, zur Konzeption sogenannter Eignungstests, sowohl für militärisches Personal als auch für unterschiedliche Berufsanwärter. Ganz besonders wichtig aber sind die schulischen Auswahlverfahren, die das Stern'sche Institut konzipiert. Im Auftrag der Hamburger Oberschulbehörde sollten hochbegabte Volksschulabgängerinnen sozusagen aus der vierten Klasse Volksschulabgängerinnen für eine höhere Schule ausgewählt werden. Und an dieser diesem psychologisch-pädagogischen Verfahren war das Stern'sche Institut verantwortlich. Dass viele seiner Breslauer Schüler den Krieg nicht überlebt hatten, hat Stern sehr schwer getroffen. Und in seiner neuen Position als Professor in Hamburg hat er sich sehr stark für die aus dem Krieg heimkehrenden Soldaten engagiert und für diese eigene Vorlesung, sogenannte private universitäre Notkurse, konzipiert. Und von diesen Notkursen gingen wichtige Impulse für die Gründung der Universität Hamburg aus. Denn Hamburg war bis zum damaligen Zeitpunkt noch keine Universität, sondern ein sogenanntes Vorlesungswesen mit Professuren. Und erst 1919 im März hat der Hamburger Senat die Universitätsgründung beschlossen. Wichtige Impulse, wie gesagt, gingen auch von William Stern aus. Und Stern hat zugleich auch gefordert, hochbegabten Volksschulabgängern die Möglichkeit zur Universität zu eröffnen. Das Hamburger Institut erweiterte Stern in der Weimarer Republik inhaltlich und personell sehr stark. Das Institut wurde das zweitgrößte psychologische Institut im damaligen Deutschen Reich nach Leipzig. Also das war nicht mehr vergleichbar mit dem kleinen, auf pädagogische Psychologie zugeschnittenen Institut des Vorgängers Moimann. Wie gesagt, in der Anfangszeit vor allen Dingen war die Begabtenauslese im Vordergrund gestanden und das forderte das Institut auch personell am stärksten. Seit 1926 waren Stern und seine Mitarbeiter dann auch an der Ausbildung von Lehrern beteiligt. Das war ein ganz zentrales Thema für Stern, für das er sich in einer ganz ungewöhnlichen Art und Weise bereits an der Universität Breslau engagiert hatte. Also dass Lehrer ganz wichtige Erkenntnisse aus der pädagogischen Psychologie erhalten, um den Unterricht entsprechend professionalisieren zu können, optimieren zu können.
Bei Stern zu arbeiten war in der Weimarer Republik ein wichtiges Karriereziel vieler junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und viele später bekannte Psychologen haben tatsächlich auch bei Stern in den 1920er Jahren gearbeitet. Da wären zu nennen zum Beispiel Kurt Bondy, Fritz Heide oder Heinz Werner. Alles Psychologen, die dann auch 1933 entlassen wurden. Im Zeitraum 1921 bis 1933 hat Stern 53 Dissertationen betreut. Als Hochschullehrer war er bekannt und beliebt für seine außerordentlich anschaulichen Vorlesungen. Und viele seiner Studenten, die vorher von seiner Begabung frei und fesselnd zu sprechen gehört hatten, haben auch dann beschlossen, Psychologie zu studieren. Seit 1931 erlebte das Institut einen Höhepunkt. Zum einen war es das Datum des 60. Geburtstags von William Stern. Zum anderen tagte die Deutsche Gesellschaft für Psychologie in Hamburg. Und anlässlich dieses Kongresses wurde William Stern dann auch, es war eines der Höhepunkte seiner Karriere, zum Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Psychologie gewählt. Die Kongressteilnehmer erhielten einen sehr anschaulichen Einblick in die neuen Räumlichkeiten, die das Institut 1931 bezogen hat. Das war am Hamburger Bornplatz mit ganz neuen, insgesamt 41 ganz modern ausgestatteten Arbeitsräumen. Darunter waren Forschungsräume, Mitarbeiterräume, ein Fotoraum, eine Dunkelkammer, eine feinmechanische Werkstatt und eine gut bestückte Bibliothek. Die Bibliothek enthielt auch eine ganz wertvolle Sammlung wichtiger Originaldokumente aus der Zeit der Kinder- und Jugendpsychologie. Das waren Sammlungen zum Beispiel von Kinderzeichnungen, aber auch andere Dokumente der Kinderforschung, zum Beispiel Tagebücher, Kompositionen, Gedichte oder Briefe von Kindern und Jugendlichen. 1933 wurde diese Arbeit jäh beendet. Und zu betonen ist, dass im Unterschied zu anderen psychologischen Instituten in Deutschland das Hamburger Institut abgewickelt wurde und nach den Entlassungen auch keine Neubesetzungen erfolgten. Also das Institut wurde tatsächlich bis 1942 kommissarisch geleitet von dem Erziehungswissenschaftler Gustav Deuchler, der früh in die NSDAP eingetreten war und eine entsprechende Neuausrichtung auch in seinen Vorlesungen verfochten hat. Und zu den personellen Verlusten kam noch hinzu, also dass eben wichtige Forschungstraditionen, die von Wilhelm Stern und seinen Mitarbeitern in der Weimarer Republik begründet wurden, dass die jetzt vollständig zum Erliegen kamen. Hinzu kommt der Verlust auch der viele sehr wertvolle Originaldokumente. Das waren die erwähnten Zeugnisse der frühen Kinderforschung, aber zum Beispiel auch für Historiker unwahrscheinlich wertvolle Dokumente, zum Beispiel von Tonaufnahmen von William Stern. Also wir wüssten heute, wie seine Stimme geklungen hat annähernd, aber diese Dokumente sind alle zerstört worden. So, ich komme nun zu meinem zweiten Abschnitt. Der führt uns zeitlich zurück wieder in das Kaiserreich, in die Vorkriegszeit, in der die systematische Hochbegabtenforschung begonnen hat. Und ich möchte Ihnen nun zentrale Postulate von Wilhelm Stern zunächst nahebringen, die er mit der hochbegabten Forschung verbunden hat. Zum einen war es ein wichtiges Ziel für ihn als Kinderpsychologe, dass die hochbegabten Forschung ein integraler Bestandteil der entstehenden Kinderpsychologie wird. Es sollte ein eigener Forschungszweig sein, der auch die Grundlage dann für die gezielte Förderung bilden sollte. Wilhelm Stern war sehr
darauf bedacht, dass durch empirische Forschung auch gesellschaftliche Reformziele erreicht werden. Ich bin am Anfang darauf eingegangen. Und eines seiner Reformziele war, dass Hochbegabte nicht mehr als Luxusangelegenheit einiger weniger Liebhaber sein sollten, sondern sie sollten psychologische Forschung sollte eine wichtige objektive Grundlage für den Umgang mit Hochbegabten schaffen. Was auch ein wichtiges Ziel von Stern war, war der Ausbau des Kinderschutzes. Stern kritisierte also ein sehr stark verbreitetes pädagogisches Unverständnis, das Hochbegabten entgegengebracht wurde. Er kritisierte auch Gefährdungen und Überforderungen Hochbegabter, die teilweise von ihren Eltern zur Höchstleistung dressiert wurden. Da hatte er vor allen Dingen musikalische Hochbegabte, die früh vor Publikum auftraten, im Blick. Und eine drängende Aufgabe des Kinderschutzes für Sterns war es nun, dafür zu sorgen, dass Hochbegabte in einem begabungsfördernden Umfeld und in einem behüteten, geschützten Umfeld aufwachsen konnten. Wissenschaftliche Erkenntnisse über Hochbegabung sollten Anwendungsbezug im Unterricht finden. Damit trug die Begabungsforschung Wilhelm Sterns einer wichtigen reformpädagogischen Forderung der Zeit Rechnung. Diese lautete, dass der Schulunterricht individualisiert und entsprechend der unterschiedlichen Begabungen differenziert werden sollte. Hierzu ist eben auch eine besondere Schulung von Lehrkräften erforderlich. Jetzt fragt man sich natürlich, wie hat denn das Schulsystem im Kaiserreich ausgesehen? Also dieses Schulsystem, das im frühen 19. Jahrhundert entstanden ist, ist tatsächlich in das Fadenkreuz der empirischen Begabungsforschung geraten. Charakteristisch für das Schulsystem war eine Zweiteilung in ein höheres Schulwesen und in ein großes Volksschulwesen. Die höheren Schulen waren um 1900 ausschließlich für die Söhne, vor allen Dingen bildungsbürgerlicher Gruppen, zugeschnitten. Und um 1900 hat auch lediglich etwa 5% eines Jahrgangs eine höhere Schule besucht, zum Beispiel ein humanistisches Gymnasium oder eine Oberrealschule. Und allein die höheren Schulen haben zum Abitur geführt und dann auch zum Studium berechtigt. Die übergroße Mehrheit der Bevölkerung, also nahezu 95%, das waren vorwiegend Kinder kleiner Gewerbetreibender, Handwerker, Arbeiter in den Städten, oder auch kleine Beamte, die hatten den Volksschulbereich besucht. Und hier wurden lediglich Elementarier, also Rechnen, Schreiben, Lesen vermittelt. Und zwischen beiden Schulformen bestanden tatsächlich nahezu keine Verbindungen. Also ausschlaggebend für den Schulbesuch von Kindern um 1900 war tatsächlich die ökonomische und kulturelle Ausstattung der Familie. Dass die übergroße Mehrheit der Bevölkerung nun von höherer Schulbildung ganz ausgeschlossen war, das war tatsächlich ein zentraler Kritikpunkt Wilhelm Sterns und auch andere Begabungsforscher. Stern hatte die Vorstellung, dass durch diese Organisation des Schulwesens wichtige Begabungsreserven brachlagen. Begabungsreserven ist eher ein Begriff der 1960er Jahre, allerdings trifft es vom Sinn her ganz gut. Damit verbunden war ein stark kulturkritisches Element. Die Zeit des Kaiserreichs war eine Zeit des rapiden gesellschaftlichen Wandels mit einem starken Bevölkerungswachstum, mit einer enormen Technisierung und Modernisierung des Lebens. Und viele Zeitgenossen hatten auch das Gefühl, hatten so ein spezifisches Krisenbewusstsein, dass sozusagen auch die einzelne Person in der Masse
unterging. Und mit Blick auf das zeitgenössische Schulwesen spricht Wilhelm Stern zum Beispiel davon, dass Begabungen in diesem Massenbetrieb der Schule untergingen. Allerdings muss man sagen, Wilhelm Stern war kein Kulturkritiker, der es bei bloßer Kritik belassen hat. Da gab es ja auch einige. Sondern bei ihm war ein Fortschrittsoptimismus sehr deutlich erkennbar. Und für ihn war eben dieser Optimismus durch die psychologische Forschung begründet. Denn er meinte, wenn wir sozusagen durch psychologische Forschung diese Begabungsreserven entdecken können, wie sie auch entsprechend dann fördern. Also er beließ es eben nicht bei bloßer Kulturkritik. Hochbegabten Volksschülern sollte der Zugang zu höherer Bildung uneingeschränkt möglich gemacht werden. 1910 schrieb Stern, ich zitiere, für die Entwicklung der geistig Hervorragenden dürfen die Schranken des Standes und des Geldbeutels nicht maßgebend sein. Ich möchte es auch nochmal deswegen unterstreichen, weil Wilhelm Stern sich durch diese Positionierung auch von anderen Stimmen in den zeitgenössischen Begabtendiskussionen abgehoben hat. Denn es gab durchaus auch Stimmen, die sagten, also hier in dem unteren Bereich quasi, es sind gar nicht genügend Begabungen vorhanden, die dann gefördert werden könnten, sondern diese Begabungen sind eher in der oberen Gesellschaftsschicht zu suchen. Die Vorschläge Wilhelm Sterns zur Schulreform bezogen sich vor allen Dingen in der Vorkriegszeit auf die Schaffung von hochbegabten Klassen, die aber, so sein Vorschlag, gleichmäßig eingerichtet werden sollten in den höheren Schulen, aber auch in den Volksschulen. Und er hat sich dabei auch auf unterschiedliche Begabungsdomänen fokussiert, also er wollte musikalische, bildnerische, aber auch mathematisch-technische und sprachliche Hochbegabungen in diesen Klassen fördern. Stern wies ganz maßgeblich auf Einseitigkeiten des herkömmlichen Schulbetriebs hin. Begabungen würden im Schulunterricht nicht in ihrer Bedeutung gewürdigt, schrieb er 1916. Und ein wichtiges Beispiel waren vor allen Dingen die Inhalte und Methoden des Zeichenunterrichts, mit der er sich sehr intensiv befasst hatte. Das hat auch den Hintergrund, dass sein Vater ja Künstler war und er sich auch expressis verbis vor diesem Hintergrund auch sehr für die zeichnerische Begabungen, die vorhanden waren oder auch nicht vorhanden waren in der eigenen Familie, befasst hat. Vor allen Dingen hat er sehr interessiert die zeichnerische Entwicklung seines Sohnes Günther beobachtet. Ich habe hier Beispielbilder, die stammen aus einem Zeichenversuch von Georg Kerschensteiner, auf den sich Wilhelm Stern sehr häufig auch bezogen hat. Er hat selber auch schulische Zeichenversuche durchgeführt, um bildnerische Hochbegabungen zu entdecken. Das Interessante an den Zeichenversuchen Kerschensteiners war nun, Georg Kerschenstein, der war Reformpädagoge und Stadtschulrat in München und er hat an Münchner Schulen diese Zeichenversuche über Menschen- und Tierdarstellungen durchgeführt. Und ein interessantes Ergebnis dieses sehr groß angelegten Zeichenversuchs war, dass die hochbegabten Zeichner also fast ausschließlich aus Handwerker- und Arbeiterfamilien stammten. Und entsprechend, das war auch ein überraschendes Ergebnis, sowohl für Georg Kerschensteiner als auch Wilhelm Stern. Also wie gesagt, das sind hier Menschen- und Tierdarstellungen. Die obere Zeichnung stammt und das untere Aquarell stammt von einem 13-jährigen Zeichner. Die rechten Pferdedarstellungen hat ein 8-jähriger Schüler angefertigt, der, wie Georg Kerschensteiner etwas erbost festgestellt hat, in der Schule nur die Note 4 erreicht hat. Und in seinen Zeichenversuchen war es eben einer der besten Zeichner. Das hatte auch einen Grund, denn der Zeichenunterricht
war bis dahin noch sehr stark auf schematisches Abzeichnen, also Kopieren und auf geometrische Formen ausgerichtet und nicht auf freie Zeichnungen, wo die Kinder aus der Fantasie gezeichnet haben. Also Kritikpunkt der Begabungsforschung hier in so einem Zeichenunterricht, wie er hier durchgeführt wurde, konnten sich bildnerische Hochbegabungen auf jeden Fall nicht bemerkbar machen. Ein weiterer Kritikpunkt Sterns war die spekulative Schülerbeurteilung und das in seinen Augen für die Begabungsförderung nachteilige Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern. Stern kritisierte sehr stark, dass Lehrer sehr schematisch benoteten, dass sie auf äußere Leistungseffekte setzten. Ein Kritikpunkt war nun auch, dass sie sehr ungenau die Begriffe Intelligenz und Begabung auf der einen Seite und auch Leistung auf der anderen Seite gebrauchten. Und dieser ungenaue Gebrauch spiegelt sich dann auch in der Zeugnisbeurteilung wieder. Also Stern kritisierte zum Beispiel, dass Lehrer dazu neigten, eine erbrachte hohe Leistung in einem bestimmten Fach auch mit hoher allgemeiner Intelligenz gleichzusetzen und umgekehrt eine schwächere Leistung dann mit niedriger Intelligenz gleichzusetzen. Begabungen, hob er hervor, waren, ich zitiere, immer nur Möglichkeiten der Leistung, unumgängliche Vorbedingungen, sie bedeuten noch nicht die Leistung selbst. Drittens, Stern hat auch sehr stark die verbreitete Vorstellung, dass Hochbegabte sich sozusagen allein aufgrund ihres Leistungspotenzials von selbst durchsetzen kritisiert. Er wies darauf hin, dass Hochbegabung eben nicht automatisch Spitzenleistung bedeutet und dass es spezifische pädagogische und psychologische Kenntnisse bedurfte. Zu den üblichen hohen Klassenstärken und der Überlastung von Lehrkräften kam dann eben noch erschwerend hinzu, dass das Lehrer-Schüler-Verhältnis um 1900 ein eher amtliches Verhältnis war, dass der Lehrer sich eher als Richter verstanden hat. Und dies würde man annehmen, ist in der Regel auch der Leistungsmotivation oder der Lernmotivation eher abträglich gewesen. Also das Fazit Sterns war, dass eine hohe Begabung von den Lehrkräften eher selten richtig erkannt wurde und dass sie noch seltener dann richtig gefördert wurde. Auf den vorletzten Punkt ist insofern auch nochmal ein Gewicht zu legen, als das bis in die Gegenwart eine gewisse Aktualität eben auch hat. Denn bis in die 1990er Jahre hinein implizierte die Lehrerausbildung und auch die Ausbildung von Erziehern keine besonderen Kenntnisse über Hochbegabung und deren Förderung. Vor allen Dingen in der Lehrerschaft, die in den 1960er Jahren sozialisiert wurde, bestand eben eine sehr starke Abneigung gegenüber Begabtenförderung, die ausschließlich mit Eliteförderung, also mit Eliteförderung der NS-Zeit assoziiert wurde. Die Lehrkraft unterstützen sollten nun die von der Begabungsforschung neu entwickelten Verfahren. Hierdurch sollte die Schülerbeurteilung auf eine objektive Grundlage gestellt werden. 1912 hat William Stern in seiner Monographie die psychologischen Methoden der Intelligenzprüfung und deren Anwendung an Schulkindern auch seinen bekannten Intelligenzquotienten formuliert. Stern hat sich seit 1906 sehr intensiv mit der französischen Testforschung befasst und hat den von Alfred Binet entwickelten Staffeltest weiterentwickelt. Und die von Stern nun auch in dem Buch vorgeschlagene Formulierung lautete nun, das Intelligenzalter durch das Lebensalter zu teilen und hierdurch eine verfeinerte Berechnung zu ermöglichen. Zu dem Intelligenzquotienten wäre einiges zu sagen.
Also in der Forschung ist es ein wenig entweder zu stark auf, ist das Werk Wilhelm Sterns entweder zu stark auf den sogenannten IQ reduziert worden und seine anderen Zugänge zu Begabung sind überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden, oder was auch relativ häufig in der Zwischenzeit anzutreffen ist, dass Wilhelm Stern angeblich ein sehr starker Kritiker des Intelligenzquotienten gewesen sei oder ein ausschließlicher Kritiker des Intelligenzquotienten. Das kann man jetzt wiederum auch nicht sagen. Was er tatsächlich bereits 1912 angemahnt hat, war ein sehr behutsamer, sorgfältiger Umgang mit den Testresultaten und der Forderung, Intelligenzprüfungen immer auch mit anderen Methoden zu kombinieren, vor allen Dingen durch die psychologisch angeleitete Beobachtung. Aber es ist eben auch ganz wichtig zu wissen, dass die Intelligenzdiagnostik für Wilhelm Stern ein unverzichtbares Element war. Und zwar gerade in den Fällen, in denen der Lehrkraft die Hochbegabung eben nicht aufgefallen ist. Hier konnte die Intelligenzdiagnostik eine ganz wichtige aufklärerische Funktion übernehmen. Also die neuen Erkenntnisse der Kinderpsychologie als auch der pädagogischen Diagnostik waren auf jeden Fall nach Stern in die Lehrerbildung zu integrieren. Ein zusätzliches Element, das Wilhelm Stern als erster Psychologe gefordert hat in Deutschland, das war der amtliche Schulpsychologe. Das war in der damaligen Zeit noch nicht üblich. Das kommt uns heute sehr bekannt vor. Tatsächlich war das eine Neuerung, wie etwa auch die Einführung von Schulärzten. Schulpsychologen sollten nach Stern Aufgaben der Begabungsdiagnostik, aber auch der Beratung übernehmen. Und der Schulpsychologe sollte dem Lehrerkollegium angehören. Er sollte also auch in der pädagogischen Praxis verankert sein, sollte eben auch eine fundierte Ausbildung in pädagogischer Diagnostik haben. Hierzu ist zu sagen, dass die Lehrerschaft in der Weimarer Republik diesem schulpsychologischen Amt außerordentlich skeptisch gegenüberstand, denn sie befürchteten sowohl Eingriffe von außen in ihr eigenes Gebiet, aber auch ein neues Abhängigkeitsverhältnis von einem neu geschaffenen Experten. Tatsächlich bestand bis 1945 nur ein schulpsychologisches Amt in Deutschland, das war in Mannheim, das ist 1922 dann ins Leben gerufen worden. Die Lehrerausbildung sollte ganz wichtig, jetzt komme ich zum letzten Punkt, die philosophischen Grundlagen des Begabungskonzepts auch vermittelt bekommen. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch die Grundlagen darlegen. Im Zentrum der Philosophie Wilhelm Stern steht der Begriff der Person. Und diese weist nun bestimmte Merkmale auf. Hauptmerkmal der Person ist ihre Vielschichtigkeit und Vielfältigkeit. Und diese bringt Wilhelm Stern in dem Begriff der Unitas Multiplex zum Ausdruck. Damit möchte er sagen, dass der Mensch mehr war als die Summe seiner Einzelteile. Die Merkmale der Person waren zum einen ihre Konkretheit. Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass die Person der sinnlichen Wahrnehmung zugänglich war. Außerdem waren der Person Werte von Haus aus eigen. Das formuliert Wilhelm Stern in Anlehnung an Kants Würde des Menschen. Die Person war überdies im wortwörtlichen Sinn des Wortes Individualität unteilbar. Und zuletzt ist sie auf Ziele ausgerichtet. Also die Aktivität und Selbsttätigkeit der Person ist ein ganz wesentliches viertes Merkmal. Begabungen sind der Person zunächst als noch nicht verstetigte Dispositionen eigen. Und sie werden erst verstetigt im Prozess der
Selbstentfaltung der Person, an der diese durch Eigenaktivität auch mit beteiligt ist. Und gerade diese Zielgerichtetheit von Begabungen, das war nach Stern die Aufgabe von Wissenschaft. Stern bekundete damit ein dynamisches, nicht statisches Begabungsmodell. Das war einerseits unvereinbar mit ausschließlich erbtheoretischen Begabungsmodellen, die zur Zeit Sterns immer stärker verbreitet wurden. Denken Sie an den wachsenden Einfluss der Eugenik in der Weimarer Republik. Also die Vorstellung, dass Begabungen genetisch determiniert sind, das ist unvereinbar mit William Sterns Begabungskonzept. Ein anderes Extrem war auch unvereinbar, nämlich die Vorstellung, dass menschliche Begabungen durch unbegrenzte Plastizität ausgezeichnet werden. Also auch diese Vorstellung musste nach Stern mit der Selbstbestimmung des Menschen rechnen. Und nach Stern sind eben Entwicklungsprozesse keine bloße Amalgamierung endogener und exogener Faktoren, sondern die Person selbst ist durch ihre Eigenaktivität auch an Entwicklungsprozessen, also auch an Prozessen der Begabungsentfaltung beteiligt. Das Personsein begründet zunächst Rechte des Individuums. Hier das Recht auf personale Begabungsentfaltung, bei der das Individuum unterstützt werden muss. Und demgegenüber stellt William Stern nun ein stark verpflichtendes Element, nämlich die Forderung, dass das begabte Individuum auch verantwortungsbewusst mit den eigenen Begabungen umgehen sollte. Und er formuliert den Satz, ich zitiere, Begabung ist kein Verdienst, sondern eine Verpflichtung. Und Gaben sind im wortwörtlichen Sinn als Aufgaben zu verstehen. William Stern stellt dabei eine Relation zwischen Können und Sollen her. Und die dem Individuum gesetzte Aufgabe besteht nun darum, die ureigenste Ganzheit zu entwickeln. Und das versteht er als Vervollkommnung des Menschen innerhalb der ihm gesetzten Möglichkeiten. Begabungsverpflichtung ist zu verstehen sowohl als selbstverantwortliches Handeln des Individuums als auch verantwortlichen Handelns den Mitmenschen gegenüber. Auf der staatlich-gesellschaftlichen Ebene besteht die Verpflichtung zur Förderung der je unterschiedlichen Begabungen, die in der Bevölkerung vorhanden sind. Und Stern begreift dies als Aufgabe einer demokratisch verfassten Gesellschaft, die Verantwortung für alle in ihr lebenden Individuen übernimmt. Und bereits 1910 formuliert er den Satz, dass es in der Begabtenförderung kein Nacheinander geben sollte, sondern nur ein Zugleich. Und er weist dabei Forderungen zurück, dass vielleicht zunächst eine Breitenförderung notwendig wäre, bevor man sich dann der Förderung Hochbegabter zuwenden könne. Er sagt eben, es sind keine einander ausschließenden Gegenpole. Die Förderung müsste eben ein Zugleich implizieren. Schließlich appelliert William Stern an das Verantwortungsbewusstsein von Wissenschaftlern. Von ihnen fordert er, Begabung und Intelligenz immer in der personalen Verankerung zu betrachten. Auch mit Blick der von ihm selbst konzipierten Schülerauslesen fordert er von den zeitgenössischen Wissenschaftlern immer ein besonderes Verantwortungsbewusstsein. Wissenschaftler hatten weitreichende Entscheidungen zu treffen, die in das Lebensschicksal Einzelner eingriffen. Dass Stern sich seiner eigenen Verantwortung immer besonders bewusst war, das zeigen die außerordentlich personal- und kostenintensiven Gesamtverfahren, mit denen in Hamburg die Schülerauslese betrieben wurde.
Wissenschaft, betonte Stern, musste immer in einem dienenden Verhältnis zum Menschen stehen. Sie sollte dem Leben dienen, ich zitiere, dem ganzen Menschen und der ganzen Menschheit. Wissenschaftler mussten immer die Individualität und Selbstbestimmung des Menschen respektieren und durften den Menschen nicht verdinglichen. Nach Stern waren menschliche Individualität und Begabung auch immer wissenschaftliche Grenzbegriffe, an die immer nur eine Annäherung möglich war. Er positionierte sich dahingehend, dass individuelle und ein individueller und auch unverfügbarer Wesenskern des Menschen zu beachten sei, der sich auch wissenschaftlicher Begrifflichkeit entzog. Damit begründete Wilhelm Sterns Begabungskonzept die Autonomie und Unverfügbarkeit des Menschen auch gegenüber staatlichen Ambitionen zur zweckhaften Auslese. Und er relativierte den Anspruch von Wissenschaft, alles erklären zu können. Das Leben blieb für ihn immer auch ein Mysterium, wenngleich es auch in Teilbereichen wahrnehmbar und verstehbar war. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ja, ich freue mich auf Ihre Fragen. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Heinemann, für diesen wunderbaren Vortrag, in dem Sie gezeigt haben, wie modern die Gedanken Sterns sind. Euch allen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund und danke, Frau Heinemann, auch nochmal und macht's gut. Bis dann.